Guten Morgen! So, heute ist der zweite Tag, in dem wir den BMW 2er Grand Coupé haben. Und jetzt fahren wir den zusammen mit Norm. Ich habe schon ein paar Sachen gefunden, die sind cool, richtig cool. Ein paar Sachen gefunden, die... Ja, wir zeigen das gleich. Komm. Komm her, Baby. Ich finde Ferrari einfach nur sexy, wirklich. Ein Ferrari muss man nicht fahren, Ferrari muss man einfach nur besitzen, glaube ich, ne? Als der den besitzt, der ist bestimmt cool drauf. Wir haben den BMW 2er Grand Coupé gestern in Düsseldorf bei der Niederlassung abgeholt und ich finde ihn viel, viel besser als auf dem Video. Ja, ich habe mir vorher die Videos angeguckt auf der BMW-Seite. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe die Botschaft nicht verstanden in dem Video. Ja. Ja, vielleicht solltet ihr euch das angucken und vielleicht einen Kommentar schreiben, was ihr darüber hält. Ja. Ich weiß zum Beispiel Flyrack, die machen richtig krasse Videos. Und das Auto sah nicht so gut aus wie live. Ja. Was mir direkt auffällt und nicht gut aussieht, meiner Meinung nach, ja, die Felgen. Vom Design her super, also nicht schlecht. Von der Größe überhaupt nicht. Ja, das sind 18 Zoll. Also das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr wenig, was die da verbaut haben bei BMW. Das finde ich wirklich, die Proportionen passen irgendwie so ein bisschen nicht so wirklich. Kennt ihr die Leute, die wirklich sehr groß sind und so ganz kleine Schuhe haben? Oder umgekehrt, die Leute, die ganz klein sind und solche Latschen haben, das passt irgendwie nicht so wirklich. Aber zum Glück gibt es Tuner, wie zum Beispiel auch Peugeot Design, und da kann man sich ein paar schöne Räder aussuchen, die etwas größer sind. Ne? Also BMW denkt, okay, lassen wir ein bisschen die Tuner leben und ich sag mal leben und leben lassen. Ne? Ist das besser für uns. Besser für uns. So, optisch finde ich den wirklich nicht schlecht, wirklich. Die Front finde ich super, komm her. Ich finde die gut. Ich finde die sehr gut. Sieht sehr böse aus, ja, finde ich. Also gut, BMW war schon immer so auf böse ausgelegt. Sportlich, böse, die haben immer geguckt so, ne? Finde ich schon. Komm mal ein bisschen näher. Seitenschwelle auch nicht schlecht, sehr... Sehr schön eingearbeitet, ja. Guck mal hier, das ist so ein bisschen, ist zwar ein Stück, ja, aber so ein bisschen hier auch farblich abgesetzt. Sieht gut aus, das gefällt mir auch. Was mir nicht so gefällt, ja, wenn man von Weitem auf das Auto guckt, dass die Rückleuchte hier nach oben geht. Ja, so ein Schwung nach oben, ich weiß nicht warum. Weil das Auto geht ja komplett eigentlich so. Und die Rückleuchte geht so, oder? Fällt dir das auf? Nee. Mhm. Ja, komm, ein bisschen, komm mal hier hin. Passt die Rückleuchte da nicht so wirklich? Die passt schon, weil man da. Ja, weil die an die Sicke angelehnt ist, ne? Oben an die Kante. Muss so gekippt werden. Also, das, die Kante muss hier sein. Dass er nicht nach oben geht, sondern einfach wie das ganze Auto, ja, wie die Linie auch, in falsche Richtung geht. Also, schönes Spoiler hatte. Guck mal. Das ist richtiger Tuner-Spoiler. Ja, die meisten haben das so ein bisschen. Nach unten hier abgesenkt und so weiter. Finde ich schön. Schön, der Fuso hatte für ein Basisauto, finde ich nicht schlecht. Ja, wir reden immer vom Basisauto. Ne? Wir machen vielleicht so eine Studie, was wir aus dem Auto machen würden. Ja, nur als Studie. Ja, ich sage nicht, dass wir das bauen werden, aber wenn genug Anfrage, wenn genug Anfragen da sind, bauen wir das auch. Oder? Warum? Was wir haben, haben wir. So, Endrolle, schön. Die Luftanlässe finde ich sehr schön, ne? Hier. Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr schöne Details. Kofferraum, ey. Boah, kannst du mit dem Fahrrad reinfahren, guck mal. Guck mal, kann man sehen, wie tief der ist? Ja. Siehst du das auf der Kamera? Ja. Also der ist wirklich, da war das. Ah. Irgendwann hat das reingelegt. Also der ist wirklich sehr, 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 sehr tief, der Kofferraum. Also ich denke mal für Reisen, sehr gut.
Du so, als wenn ich nichts gesehen hätte, dass dir der Akku von der Kamera runtergefallen ist. Aus der Kamera rausgefallen. ja, guck mal hier. Das finde ich mega krass, ja. Also jeder soll sich das einmal anhören, wie sich bei BMW das, was hier hinter versteckt ist. Kann man sehen auf der Kamera? Ja, das ist, glaube ich, nicht. Nein? Können wir gleich von innen zeigen. Das erkennst du so nicht. Hamann Karton. Was für eine Anlage. Für ein Serienauto ist das schon heftig. Also von außen, wie gesagt, als Basismodell nicht schlecht. Wir fahren zusammen. Der Test. Ah, bevor wir fahren, können wir noch ein bisschen quatschen. Die Sitze zum Beispiel. Guck mal hier. Das ist Teilleder. Und das hier, also diese blauen Linien, abends, wenn da so ein bisschen Licht kommt, glänzen die so schön. Und die Sitze sind auch schön, ne? Von der Form her. So. Jetzt fahren wir. So, ab geht's, die Luzi. Fertig? Jawohl. Angeschnallt? Ja, natürlich. Wir sind das Vorbild. Guck mal hier, erstmal zeige ich euch das. Vielleicht können wir auflassen, dann bin ich ein bisschen mehr heller, oder? Oh ja. Normalerweise bin ich im Sommer ein bisschen dunkler. Also Glasdach ist okay. Ausreichend. Ist ja ein kleines Auto, mehr oder weniger, ne? Also das Lenkrad fühlt sich echt gut an. Ja, schön mit so einem M-Logo. Oh, die Knöpfe finde ich auch schön, ne? Hast du gesehen? Und die fühlen sich echt gut an, ne? Das, wie beim Bentley. Ja, ich habe früher einen Bentley gehabt und ich muss eins sagen, die Knöpfe fühlen sich überall so an. Auch hier der Knopf. Ja. Sehr schön. Los geht's. Ich weiß nicht, ob das die größte Anlage ist, die man hier bekommen kann bei BMW. Wie gesagt, ich bin bei BMW so ein bisschen raus. Ja. Da gab es so ein paar kleine Geschichten und seitdem bin ich raus bei BMW. Aber uns hat die nette Julia von BMW Niederlassung in Düsseldorf angeschrieben und hat gesagt, lass uns noch mal probieren. Fand ich sehr nett. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Auto ist ziemlich aufgeräumt, nicht viel Schnickschnack, ja, finde ich. Du setzt dich rein und weißt, wo alles ist. Was sehr gut funktioniert, ist das Navi, ja, also die Sprachfunktion. Reichweite, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Ich bin ja aus Düsseldorf gestern gefahren und heute bin ich in Mörs schon mal gewesen. Warte. Und er zeigt immer noch 855 Kilometer Reichweite. Das ist der kleine 220er Diesel. Und wie gesagt, wenn wir den großen 235 angemeldet haben, dann fahren wir in dem auch. Head-up, alles hat. Wisst ihr, was richtig cool ist auch bei dem Auto? Der Geschwindigkeitsanzeiger hier. Warte, blinkt er hier auch. Kann man sehen. Warte, ich fahre ein bisschen schneller. Der ist 100. Ja, kann man sehen. Guck mal, blinkt. Ja? Und wenn ich auch in der Stadt fahre, jetzt blickt er nicht mehr, weil ich jetzt, ich sag mal, 100 km/h fahre. Und hier auf dem Head-Up-Display macht er das auch. Ich finde es nicht schlecht, ehrlich gesagt, für ein Alltagsauto. Kleiner Schalthebel, finde ich auch cool. Hier auch die Mittelkonsole. Ich fand es immer bei Range Rover sehr, sehr, sehr schön, weil die immer so aufgeräumte Mittelkonsolen hatten. Ja? Und das hat BMW auch. Ein kleiner Minuspunkt ist, mein Handy passt da gar nicht rein. Hier in diese, da können wir gleich vielleicht zeigen, wenn wir stehen. Aber da ist ein Handy-Ladegerät und das passt nicht so wirklich rein. Ich habe ein iPhone Plus. Nicht dafür gedacht. Nicht dafür gedacht. Wollen wir Sport machen? Turbo. PDC, Kamera. Oh, das ist wohl auch schön. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was passiert? Geh nochmal auf Komfort. Wenn man hier auf auf Sport wechselt, ja, geht direkt das Start-Stopp mit aus. Ja? Ja, stimmt hier. Das ist gut. Ah, was ich richtig cool finde, ja, müsst ihr auch bei BMW ausprobieren. Ja, für euch, für die typischen BMW-Fahrer ist das wahrscheinlich nichts Neues. Aber ich weiß nicht, ob man sowas benutzt, ja. Aber
wenn man zum Beispiel die Lautstärke machen möchte, machen wir einfach so. Und dann geht es lauter. Ich mache es leiser, weil wegen Musik und so weiter. Aber wenn man quasi nach links dreht, ist es leiser, nach rechts lauter natürlich. Macht man so, geht der Lied weiter. Macht man so, geht er zurück. Also wirklich viele coole Features sind hier eingebaut, die sagen wir, das Auto interessant machen. Ja. Für die meisten. Kein Mensch braucht, aber alle finden es cool. Ja, braucht man nicht, aber, ja. Aber heutzutage ist es cool, wenn man sowas hat. Ja, genau. Finde ich. Schöne Materialien verbaut. Ich glaube, das ist sehr robust. Ne, für Familien mit Kindern und so weiter ist das, glaube ich, sehr, sehr robustes Auto. Und flottes Auto. 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, gut. Ein bisschen zu sportlich, deswegen gehen wir hier auf Komfort. Dann kann die Kamera so ein bisschen mitkommen. Der Norm springt ja von links nach rechts. Ja, merkt man aber gut den Unterschied, ne? Was? Merkt man gut. Sofort, also das ist so meins, ja. Also wirklich, der ist immer noch so sportlich, typisch BMW sportlich, aber der ruckelt nicht so, ja. Aber ich mag das nicht, wenn der so. ja, ich mag das nicht. Ja, hier hast du, ich denke mal, hier hast du alles, ne? Was auch noch richtig cool ist, wenn ich das Auto ausmache, können wir gleich vielleicht Film nicht vergessen, wenn ich das ausmache, fragt er mich, ob er die Standlüftung hier anmachen soll. Falls jetzt, wie es heute ist, schön warm und ich zum Beispiel einkaufen gehe oder sowas, kann ich das anmachen und dann, wenn ich wiederkomme, ist es schön kühl oder umgekehrt warm. Was würdest du sagen zu dem Auto? Ich frage dich jetzt mal so. Für die Klasse finde ich ihn sehr gut. Also mir wäre es vom Motor her zu klein, aber das ist halt auch Geschmackssache, was man damit machen muss. Wie viel fährt man, wo fährt man hin? Aber für so einen kleinen, sagen wir, wie so einen Stadtflitzer, wenn man trotzdem ein bisschen Platz braucht, zwei Türen mehr. Jo. Eigentlich finde ich auch. Ich finde den Kofferraum echt gut. Gut. Der Knut. Nee. Falsche Abteilung, das, wir sind ja nicht bei IKEA. Ich finde den Kofferraum sehr gut, ja. Für bei IKEA einzukaufen. Genau, für IKEA einzukaufen. Also, ja, genau, das war schon alles mit System hier, was ich sage. Ja, schön schwarz alles. Finde ich cool. Also ich finde persönlich das Auto cool. Wie Norm schon sagt, bisschen motortechnisch, bisschen zu klein. Und ja. Ah, guck mal, da sind wir wieder zu Hause. Angekommen. So. Also die Lüftung ist, hört man das? Die ist lauter als der Motor. So leise ist ein Diesel heute. Jetzt, mal her. Standlüftung, jetzt starten. Achtung. Ja. Das macht Sinn. Das ist echt gut. Ja gut, wie oft hast du kleine Kinder oder mit dem Hund unterwegs oder bist mit dem Hund unterwegs? Und was weiß ich, halbe Stunde spazieren, Auto steht in der Sonne, du willst wieder einsteigen und was passiert? Ich soll aufhören, in der Hand da zu dixen, denkt er hier. Ne? Ja, das wollte ich noch zeigen. Hier könntest du vielleicht deine Sonnenbrille hier entfernen. Guck mal, mein iPhone. Ne? Guck mal, das schöne Bildschirm, Hintergrundbild. Kann man bei uns runterladen. Ja? Achtung, der lädt nicht. Ich muss ihn irgendwie da reinquetschen. Irgendwie. Jetzt lädt er, aber ich kriege ihn nicht raus. Das ist nicht für ein großes Telefon geeignet. Und man zerkratzt diese Fläche und das Telefon auch. Also ein kleiner Nachteil. Was sehr schön ist, ist der Schlüssel zum Beispiel. Ne? Ich finde ihn cool. Ich weiß nicht, ob der kleine Zweier und der große Siebener den gleichen Schlüssel haben wie bei Mercedes oder Audi oder sowas. Ich finde ihn nicht schlecht. Fühlt sich auch gut an. Schön mit den M-Farben und so, ne? Mhm.
finde auch das sehr, sehr, sehr schön, die Fläche, wirklich. Sehr schön. Also, schön. Sonst, guck mal, ich bin jetzt 1,76. Ich sitze gerade vorne, so wie ich sitzen muss eigentlich, ja. Jetzt gehe ich nach hinten. Für große Menschen, so, für große Menschen, sehr knapp. Ich bin ja nicht groß. Ne? Ich bin so mittelgroß. Aber ich finde schon nicht so viel Platz in dem Auto. Ja, das ist, glaube ich, so eine Familienlimousine mit etwas kleineren Kindern, so, ne? Oder? Ja. Junge Familie. Kindersitz, Kinder, das passt auf jeden genau, Fall. Genau. Ne? Und die Höhe hier, ne? Ja, weil der hinten schon vom Dach abfällt, ne? Von außen. Von außen zeigt das schon. Ja, aber gut. Wie gesagt, ich bin ja nicht groß. Ne? Ja, ja. Die haben die neuen Ladegeräte schon, also hier die Anschlüsse meine ich. Auch zwei Stück, wenn man zwei Kinder hat. Hier für Maxi Cosi. Hier kann man alles hier einbauen. Finde ich auch schön, dass hier extra Platz ist. Ne? Guck mal hier. Ja, wenn da einer in der Mitte sitzt, da sitzt er nicht auf so ein Ding. Weil manche Autos haben das einfach so. Ja? Wollte ich nur mal nebenbei gesagt haben. Oh. Guck mal, ich weiß gar nicht, wie ich aufsteigen soll. So, warte. Der fährt wieder weg. War das nicht unser Essenslieferant? Ja. Wir haben Mittagspause und unser Essen ist gekommen. Die junge Dame hupt uns zu. Essen ist da. Bin gespannt. Wir testen das erste Mal so einen Essensservice. Ja? Also die bringen uns Essen in die Firma. Ich glaube, das erste Mal sucht die einen Parkplatz hier. Ja, ich glaube auch. Sie denkt sich bestimmt zu den ganzen Ferraris und Co. Fast so ein Transporter nicht. Fertig schnell wieder. Komm, wir gucken uns das an. So, das war's hier aus Camp Blindfurt von uns. Und nächste Woche bekommen wir noch ein BMW-Fahrzeug von der Niederlassung in Düsseldorf. Ich glaube, die Julia, die will uns einfach überzeugen, dass wir wieder BMW-Kunde werden. Ja, da bin ich selber gespannt. Ja, und ja? Es gibt ja eine Überraschung für dich, wovon du noch nichts weißt. Dann, ne? Ah, okay. Was heißt das? Ja, das heißt Überraschung. Das heißt Überraschung? Ich mag keine Überraschung, überhaupt nicht. Ja. Auf jeden Fall, wir sind nächste Woche wieder bei BMW Düsseldorf in Rath. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns, schenkt uns ein Like, ein Kommentar oder was auch immer, wie auch immer. Ja. Wir freuen uns über alles. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.